Juhu, Minecraft. Wir machen eine neue Welt. Wie nennen wir die Welt? Currywurst. Game Mode Survival. Wir möchten nicht cheaten. Wir möchten eine Bonuskiste haben. Denke ich. Okay, das war toll. Erstellen eine Welt. Ich muss 15 Minuten dieses Spiels überleben. Wir spielen auf Peaceful, damit keine Gegner da sind und ich leichter überleben kann. Nein, ganz ehrlich, Bitbeef hat sich gewünscht, dass ich mal Minecraft aufnehme. Und dann dachte ich mir, okay, quälst du dich halt mal eine Viertelstunde mit der Scheiße. Ich mag das Spiel zwar nicht. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Wahnsinn, das war voll schwer. Bin ein echter Pro-Gamer, muss ich schon sagen. Ich guck mal kurz. Gut, bis 23:15 Uhr muss ich mich hier mit quälen. Das ist für mich im Prinzip fast so wie Call of Duty. Was ist das da unten? Schwimmt ein Wix-Vieh rum. Ich habe das Game seit... Oh, cool Zeug. Seit 2 Jahren nicht gespielt. Ich habe halt keine Ahnung, was man alles jetzt machen kann. Damals ging ja nur bauen und so. Naja, wir nehmen hier einfach mal das Zeug mit. Das kann ja schon nicht schaden. Ich weiß zwar nicht, warum ich ganz viele Äxte haben sollte. Und warum hier der behinderte Kackbaum mir in der Fresse rumwächst. Ja, das sieht doch schön aus da hinten. Na, gehen wir mal zu dem Berg. Vielleicht finden wir ein Stück Kohle oder so ein Scheiße. Ach man, ihr seht schon, ich benutze keine Texture Packs oder sowas, weil ich total retro bin. Ich habe komischerweise noch einen Skin drin von vor 2 Jahren. Das ist, glaube ich, Osama Bin Laden, falls es jemand nicht erkennt. Ein netter Kamerad, der mittlerweile angeblich tot ist. Damals war er noch nicht tot. Wahnsinn, wir können schwimmen. Wir können in Minecraft schwimmen. Gut, man kann jetzt auch hungern, das weiß ich. Das habe ich schon gehört. Und anscheinend kann man jetzt auch Erfahrungen sammeln. Ich wüsste zwar nicht warum. Gut, ich brauche Fackeln. Was brauche ich für Fackeln? Ich brauche Kohle. Kohle war das, glaube ich. Alter. Hier gibt's keine Kohle. Ich bin ja so gewöhnt von damals, dass die Kohle meistens irgendwo draußen an so einem Berg rumklebt, da wo eine Höhle ist, so wie gerade da eben. Da unten ist irgendwas Graues, da könnte Kohle sein. Ich weiß auch nicht, was ich in den 15 Minuten mache. Eigentlich kann man ja da nicht viel machen in dem Spiel. Was ist das für ein Zeug? Was ist das? Gravel. Gut. Also Kies oder sowas, denke ich. Sieht anders aus, als ich es in Erinnerung habe, aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Und wir erklimmen einen Berg. Oh mein Gott. Was ist das hinten? Da, das Gelbe. Das wird wahrscheinlich so eine scheiß Pflanze sein wie das hier. Aber irgendwie sieht man sie gerade voll gut. Mann, ist das ein hoher Berg. So eine Scheiße. Dauert ja hier Jahre, bis wir da oben sind. Oh, ein Schaf. Komm her, du Wichsvieh. Gib mir deine Wolle. Gib mir deine scheiß Wolle. Ey, ich hab Wolle. Und Erfahrung. Ich krieg Erfahrung für Schafe töten. Ja, jetzt hast du dir leider die Beine gebrochen. Das tut mir leid für dich. Eigentlich wollte ich das machen. Komm her. Oh, ich bin so ein Prügler. Ich level hier voll krass an Schafen. Wenn ich Level 2 bin, kriege ich bestimmt die Shotgun. Der Block passt überhaupt nicht hier hin. Sieht alles sehr elegant aus hier. Unten ist Wasser. Da hinten ist ein angefressener Berg. Da ist noch ein angefressener Berg mit Glitch-Texturen oder sowas. Ist das normal, dass das so schwarz aussieht hier? Das ist ja nicht hübsch. Oh, Kohle. Gib mir Kohle. Ja, jetzt ist auf einmal wieder alles normal hier. Keine Ahnung, was das für ein Grafikfehler war. Aber die Kohle wird mich bei meinem Vorhaben, die Minecraft-Welt an mich zu reißen, sicherlich unterstützen. Habe ich gerade Erfahrung fürs Hacken bekommen? Ich glaube, ich habe Erfahrung dafür bekommen. Ja, Tatsache. Oh, ich bin Level 1. Wo ist meine Shotgun? Nee, ganz ehrlich, was bringt mir jetzt das scheiß Level? Bin ich jetzt stärker? Ich guck mal kurz in die Controls, ob ich irgendwas übersehen habe. Inventory. Nö, toll. Wahnsinn. Jetzt bin ich Level 1 und kann damit. Was war das gerade? Es hat geglitscht. Dann kann ich mir damit den Arsch abwischen mit dem Level. Ja, du bist wohl tot. Das sieht sehr hübsch aus. Da oben ist Gravel. Wir bauen uns mal darüber. Ich habe ja nichts zum Bauen. Wir bauen uns gleich darüber. Mann, ich sollte vielleicht eine Schaufel nehmen für die Erde.
Crafting. Oh mein Gott, ich bin so ein Crafter. Ich habe keinen Stein, das ist sehr schön. Mach ich mir halt eine Holzhacke. Bin da ja nicht so. Ich wüsste doch nicht, wie ich mit einem LP von diesem Spiel hier Parts füllen sollte. Weil wenn die Leute das fordern würden, dann würde ich es vielleicht irgendwann mal machen. Jetzt habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Naja. 15 Minuten kann man sich ja mal quälen damit. Ich tue es ja nur für Big Beef. Aber wenn er nicht will, dass ich sage, dass ich das wegen ihm mache. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Erde abgeschruppelt. 27 Dirts. Gut. Ich sterbe gleich. Dann falle ich hier bestimmt irgendwie blöd runter. Wie war denn ducken? Ging das so? Ja, jetzt kann ich nicht über die Kante fallen. Sehr gut. Hab ich mich doch tatsächlich an das beste Feature des Spiels erinnert. Hier mal ein bisschen Platz machen. Dann kann ich in Ruhe die Kohle abschippen. Oh, Erfahrung. Kriege ich die Erfahrung jetzt nur für Kohle oder für was anderes? Was ist das da hinten? Kürbis? Ich sollte mich mal hier ein wenig durch die Luft weiter fortbewegen. Das ist nämlich gerade unglaublich spannend. Mir geht gerade so ein bisschen das Blockmaterial aus. Fällt mir auf. Dann gehen wir mal hier rüber. Ist unglaublich krass, wie ich das mache, oder? Also, ich bin begeistert. Wenn ich nicht gerade so begeistert wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon einen Ständer. So, gucken. Fallen wir hier runter. Wow, jetzt haben wir uns ein Bein gebrochen. Noch eins. Sehr hübsch. Das Schwein hat sich gerade auch selbst getötet, das ist exzellent. Das Schaf da oben sieht auch so aus, als wenn es gleich von dieser Klippe springen möchte. Und ich habe da eine ganze Menge Kohle übersehen. Hervorragend. Ja, das ist mir jetzt aber egal. Hallo. Geh weg hier. Verpiss dich. Hat sich auch ein Bein gebrochen. Man bricht hier ohne Ende Beine in diesem Spiel. Es ist so brutal. Ich will jetzt den Kürbis haben. Gib mir den. Toll. Oh, Schnee. Oh, ein Kürbis. Ja, wir werden nur jetzt Kürbisse sammeln. Das macht nämlich gerade voll Spaß. Da ist ein eingefrorener See. Was ist mit diesen ganzen scheiß Schafen? Warum kleben mir die ganzen Berge voller Schafe? Können wir die aufsetzen? Ging das nicht irgendwie? Wow, wir haben Kürbis auf. Krass. Da ist ja. Sollen wir so eine Sexmaske aufhaben? Jetzt möchte ich natürlich nochmal craften. Ich mach dazu mal ein paar Fackeln. Sieht nicht aus wie eine Fackel, sieht aus wie so ein halb aufgerissener Snickers. Aber mit ein bisschen Fantasie ist das eine Fackel. So, du geh weg. Hey, du hast es überlebt, da war ja Wasser. Du müsstest es aber auch schaffen. Boah, ich überlebe. Kann ich so ein Schaf auch fressen, wenn ich hier so einen Hungerbalken habe? Was ist das da oben? Das sieht voll kacke aus. Eine fliegende Pimmelinsel. Oh Gott, ich habe nur noch 7 Minuten. Mann, die Zeit verfliegt ja wie im Fluch. Was für ein krasser Satz, wenn man Minecraft spielt. Da hinten ist noch so ein hübscher Berg. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Berg darüber. Dann bauen wir uns noch eine schöne Wohnung. Ich mach mal noch eine Werkbank. Und wenn ich dann die Werkbank habe, oh, dann geht das ab hier. Ja, wenn mir gleich die Eier platzen, so geil wird das. Wir nehmen jetzt mal hier nämlich so einen Stein. Oh, guck dir das an. Jetzt haben wir eine Steinschaufel. Ist das geil oder ist das geil? Also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, aber ich würde sagen, damit könnte meine Nachrichtensendung füllen, dass wir jetzt eine Steinschaufel haben. So, jetzt bauen wir hier mal so ein bisschen Kacke ab. Wir müssen ja wenigstens, wenn wir schon irgendwas bauen, so ein bisschen toll. Glatten Untergrund haben, wollte ich sagen, aber wenn da jetzt natürlich so ein fetter See ist, das ist dann ein bisschen scheiße. Da hinten schwebt was. Ne, nehmen wir das hier, das sieht doch sehr hübsch aus. Das ist schon mal so ein bisschen vorgearbeitet. Da hat schon jemand den Anus geweitet für uns. Und dann machen wir mal. Was machen wir denn jetzt? Wir haben 23 Blöcke direkt zur Verfügung. Daraus bauen wir jetzt ein Haus. Also, das wird ein ganz hübsches Haus, wenn wir 23 Blöcke Dreck haben. Vielleicht sollte ich dann noch ein bisschen mehr Dreck heranschaffen. Aber das Haus soll ja nicht wunderhübsch werden, es soll ja nur funktional werden. Aber auch Funktionalität ist sehr wichtig. Eigentlich ist es ja das, was beim Haus am wichtigsten ist.
Wenn man nicht drin wohnen kann, dann ist die Funktionalität nicht gewährleistet und das ist dann höchst negativ anzukreiden. Und ich würde für dieses Haus auch kein Geld bezahlen, wenn ich nicht drin wohnen könnte. Aber da es Minecraft ist, muss ich eh nichts dafür bezahlen. Ich habe 10 € für den Account bezahlt, das war schon schrecklich genug. Obwohl es damals eigentlich Spaß gemacht hat. Ach man, ich finde dieses Survival irgendwie ein bisschen lahm. Aber ich will ja auch nicht sterben. So. Mal hier noch zu. Wie crafte ich mir denn eine Tür? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Ich denke, ich brauche Holz. Holz könnte so ein Material sein, aus dem man sich eine Tür craftet. Ich mache das hier gerade alles so ein bisschen schnell, weil meine Zeit ist ja nicht unbegrenzt. Ja, das ist sehr traurig, ich weiß. Aber ja, sehr hübsch. Aber 15 Minuten sind 15 Minuten und das wird auch jetzt schon Nacht. Und wenn Nacht ist, dann soll man ja bekanntermaßen aufhören. Ah, ist das spannend. Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel moddet, keine Ahnung, wie man ein Texture Pack installiert. Oh, das ist sehr hübsch da drüben. Ich habe im Prinzip keinerlei Erfahrung. Ich bin eine Minecraft-Jungfrau, auch wenn ich das Spiel schon vor der Alpha gespielt habe. Ja, ich habe es damals gespielt im Browser, als es noch cool war, als es kein Schwein kannte. Ich bin einer der Pioniere dieses Genres. Des Block-Klopp-Genres. So. Jetzt können wir hier mal die Kackhütte fertig machen. Sehr hübsch. So, in so einem Bunker würde ich sofort einziehen, wenn ich Hitler wäre. Aber ich bin ja nicht Hitler, ich bin ja Osama. Osama hat ja auch irgendwie in so einem Loch gelebt, bis er dann ausgeräuchert wurde. Gab es irgendwie dieses komische Spiel dazu, wo ich nicht mehr weiß, wie es hieß, was aber eigentlich total Nonsens war. Weiß nicht mehr. Ja, das war halt direkt ein Tag, nachdem Osama angeblich zermanscht wurde online. So, da ist doch ein Prachthaus. Ja, wenn ich wüsste, wie ich mir ein Bett... Wenn ich wüsste, wie ich mir ein Bett crafte, dann würde ich mir jetzt ein Bett craften. Aber hier, Tür. Wahnsinn. Ist das nicht ein Haus? Also, wenn ich nicht wüsste, dass das ein Haus ist, ich würde es nicht als Haus erkennen. Das sieht eigentlich aus wie ein Klumpen Scheiße. Aber das ist jetzt mein Haus. Auch wenn es aussieht wie ein Haufen Scheiße. Ein Haus für ein Scheiße. Exzellente Wortkreation da. Dat Neologismus. Kleben wir uns hier mal so ein bisschen mit Fackeln voll, damit wir auch sehen, was wir gebaut haben. Diese wunderschöne Prachthütte soll hier in vollem Glanze erstrahlen in unserer Currywurstwelt. Was ist das denn hier? Wer klemmt hier seine Kackblöcke in meine Hütte? So, ich hab Wolle. Wie sieht denn ein Bett aus? Ich würde sagen so und so. Gut, das hätte ein Bett sein können. Das ist aber keins. Ich denke, da braucht man ein bisschen mehr Wolle für. Ja, wie macht man denn ein Bett? So? Ja, so sehen meine Betten aus. 3 Stücken Holz und 1 Stück Wolle. Und da schlafe ich dann drauf. So, den Apfel können wir wahrscheinlich fressen. Wie fresse ich denn den Apfel? Kann ich ihn nicht fressen? Ja, ich prügel mit dem Apfel den Boden breit. Schnell Raumeinrichtung. Wir haben noch 1 Minute. Hier. Hübsche Wohnung. So, können wir noch hier, machen wir die Wolle. Die haben ja immerhin... Ach, wir haben ja noch 3 Wolle. Ey. Dann kann ich ja sogar mal meine Theorie probieren. Machen wir mal das und das. Und wir haben ein Bett. Oh mein Gott. Ich bin so ein geiler Kerl. Wie stelle ich das jetzt hin? Da. Dann können wir uns nämlich unsere Wohnung tatsächlich nochmal bei Tag angucken. Und die wird wahrscheinlich unglaublich schön aussehen. Ich kann es schon spüren. Jetzt türmen wir uns hier mal so ein bisschen Dreck auf. Mit diesem altbekannten Trick. Baue einen Block Dreck unter dir. Ist das nicht hübsch? Er sieht ein bisschen aus wie ein Igel. Mit ja angegrapschten Snickers dran. Aber das ist eine wunderhübsche Wohnung. Können Sie nochmal von hinten betrachten. Während da hinten eine Werkbank steht. Und hier ein ausgehöhlter Felsen ist hier. Eine hübsche Wohnung ohne Hintereingänge. Also, ja, nicht so wie eine Schwuchtel. Das Ding hat keinen Hintereingang. Von drinnen sieht so aus. Wunderbar. Tür zu. Das haben wir in 15 Minuten Minecraft erreicht. Ich hoffe, du bist zufrieden, Bitbeef. Ich hoffe, den anderen Leuten, die das gucken, hat es einigermaßen Freude bereitet. Ja, das war Minecraft. Unglaublich toll. Ein
Daumen nach oben von mir. Ich bin Würfeln, das war wie angesprochen Minecraft. Tschüss.